Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen super ramontischen Abend mit richtig ramontiger Musik, die wir jetzt hier mit am Spielen haben. Ich darf euch begrüßen zu den Patch Notes 8.22, die ebenfalls sehr, sehr ramontig sind. Allerdings muss man hier sagen, es gibt tatsächlich Sachen, die sind sehr, ja, schon fast erregend ramontig, aber auch welche, die sind so ein bisschen upturned. Aber das wollen wir uns doch zusammen einfach mal angucken. Außerdem, bevor wir anfangen, ich muss sagen, die KDA-Skins da raus. Und ihr kamt ja ständig, hey Tobi, kannst du mal, wie findest du den KDA-Song? Wie findest du den KDA-Song, ne? Und kannst du mal den hören? Und jetzt finde ich ihn auch geil. Vielen Dank dafür. So, ja, als erstes haben wir Akali, meine Freunde. Akali ist ja immer noch so ein Champion, der, ja, schwierig ist. Winrate ist nicht so gut. Es gibt einige, sehr wenige Leute, die sehr gut mit dem Champ sind. Und dann gibt es welche, die sind ganz okay. Und dann gibt es viele, die sind scheiße. Und deswegen hat er auch eine schlechte Winrate. Aber sie ist im Endeffekt, wenn du sie beherrschst, ja, das ist immer so ein bisschen das Kriterium, zu stark, beziehungsweise sehr, sehr stark. Das heißt, sie wird genervt. Und zwar Cheetah. Ich wusste gar nicht, dass die sowas hat. Hatten sie das eingeführt? Habe ich dann mal gesagt, dass sie das irgendwann gekriegt hat? Sie hat beim Last Hitten viel mehr Damage gemacht. Einfach so. Ja, einfach so. Zum Helfen. GG. Er ist jetzt nicht mehr da und ich habe heute Akali gespielt und habe so schon sau viele Last Hits mit der Hilfe verpasst. Aber gut. Außerdem ist die Shroud jetzt deutlich länger. Finde ich sehr, sehr gut, denn auch das ZW hat 22 Sekunden auf Stufe 1 oder vielleicht sogar 24. Ich glaube, irgendwie sowas. Und na, dadurch hast du viel und lange Counterplay. Reduziert natürlich auch gleichzeitig ihren Sustain in der Lane, weil sie dann natürlich nicht so oft Energie bekommt. Und auch ihr Ultimate wird genervt, das heißt 15 Damage, eigentlich nicht nur 15 Damage, sondern pro Auslösung. Sie kann es beim Auslösen, also fehlen 30 Schaden. Auf der zweiten Stufe ist gleich und im Late Game sogar etwas höher. Ja, ist ganz nett, aber 30 Damage im Early Game ist natürlich deutlich wichtiger als 30 Damage im Late Game. Fiora ist ein kleiner Bugfix nur. Bei ihr ist es jetzt so, dass ja, sie priorisiert halt ihre Ziele mit der Ult. Ja, das war vorher nicht immer so mit der Q, dass sie es ab und zu auch auf die Passive ausgelöst hat. Ja, weiter geht's mit Jhin. Der kriegt hier 1, 2, 3, 4. Ja, wer hätte es gedacht? Ganz, ganz viele Bugfixes auch. Das ist wirklich nur für Jhin-Mains interessant. Das sind einfach nur... Ja, das kann man annehmen. Das wird dein Spielziel jetzt nicht ändern. LeBlanc. Ja, LeBlanc zählt in die gleiche Kategorie wie Akali. Super nervig, Winrate ist aber auch super kacke, liegt aber auch daran, dass sie halt droppt wie so ein Stein, ne? Im Prinzip, ja, weniger Damage auf der W im Early Game 10, im Late Game 10 ist okay. Cleart natürlich, beziehungsweise Clear ist gut, nerft natürlich gleichzeitig ihren Wave Clear, der wird nämlich etwas reduziert dadurch. Ich denke, alles in allem ist er immer, ist LeBlanc für die, die spielen wollen, immer noch sehr gut, aber sie ist auch wirklich zu stark und ekelhaft. Ja, dann haben wir Maokai. Maokai damals so, na, ich mach mal so einen kleinen Back to the Roots, ja, so einen kleinen Rückblick. In Season 2 hat man Maokai immer gejungelt, immer. Ja, ich war Maokai Main. Mit dem bin ich Platin geworden und sogar auf die Platin 3 geclimbt, ne, damals. Ja, aber irgendwann wurde er rausgenommen, beziehungsweise nur für Toplane-Weile gemacht und ja. Jetzt wird er wieder ein bisschen für den Jungle gebufft. Das heißt, seine Zeplings haben jetzt mehr Damage auf Stufe 1 und eine Sekunde weniger Cooldown. Ich denke, die eine Sekunde ist vor allem interessant ganz am Anfang. Dadurch kriegst du vielleicht sogar einen Zeppling mehr raus, ich weiß nicht. Und zwischen den Jungle Camps halt, ne? Ob ihn das jetzt insane machen wird, weiß ich nicht. Aber der gute alte Mobility Boots Maokai, ne? Mit Level 3 in die Mitte, Free Kill. W auf den Gegner und bis zum Turm geflogen. Free Kill für den Gegner natürlich. So, Nunu haben wir dann noch. Nunu ist interessant. Der kriegt viel mehr Damage, ist cool, kann man machen. Und sein Konsumieren wird gebufft. Ja, das hat mich erst extrem gewundert, weil der Base Heal wird quasi fast verdoppelt. Ja, hier von 37,5 auf 60 und später auf 204 von 120. Auch die Ability Ratio wird erhöht und der Bonus Health Scaling wird erhöht. Allerdings wird das Ganze gegen Non-Champions genervt. Das heißt, dieser Wert ist gegen Champions, der wurde gebufft. Und gegen Non-Champions ist es nur noch 125% statt 200%. Hatte mich hart gewundert, ich hatte mal letztens AP Nunu gespielt und durch ein Konsumieren auf einem Monster hatte ich nämlich, keine Ahnung, 80% HP bekommen. Das war komplett krank. Deswegen hatte ich mich gedacht, ja, ne? Aber wie gesagt, der hier gegen Champions ist jetzt höher, gegen Monster circa gleich, würde ich mal sagen. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber Pike. Diese Änderungen sind super interessant, finde ich. Also, was hat Riot für ein Problem mit Pike? Pike sollte eigentlich so ein glitschiger Aal sein, der, wenn du ihn fokusst, er stirbt, aber er gleichzeitig sehr rewarding ist. So, high risk, high reward, ne? Du bist sehr weich, du bist so ein weicher, Aale sind weich, das wissen wir alle. Und du bist ein Aal und du kannst den Gegner anaalen. Und, also mit deiner Q. Und dann wirst du rewarded, der Gegner stirbt. Und du hast viel Damage mit deinem Ultimate und bam, bam, bam. Na, das ist das Ding. Allerdings spielen halt viele Pikes auf Tank.
Das heißt, es ist ein Aal, der ist aus Stein. Ja, das heißt, du kannst da drauf rumhacken und machen, was du willst. Der geht nicht kaputt. Der ist viel zu tanky. Das heißt, du piekst den Gegner da raus und kommst dabei einfach weg, weil du Tank bist. Ne? Es ist also nicht dieses High Risk, High Reward, sondern High Reward, High Tank. Naja, oder sowas. Das heißt, okay, ich weiß, es war weird erklärt, aber manchmal muss man einfach auf gewisse Sachen zurückgreifen. Das heißt, was will Riot machen? Kurz gefasst, sie wollen ihnen diese HP-Sachen wegnehmen, damit nicht Pikes auf mehr Tank gehen. Ja, auf Tank-Items. Sie spammen ja Tank-Items, bababab, soll nicht mehr sein. Das heißt, das erste, was passiert, wir gehen one-on-one, nach und nach. Das heißt, vorher hattest du ein 25% Max-Health-Grau-Scaling. Das heißt, wie viel konntest du kriegen von dieser Liste, diese HP-Leiste? 25%. Plus 21% plus von 100 Bonus-Attack. Ja? Ich hoffe, das ist bis zu 50%. Ich hoffe, das war verständlich. GG. Also, ich bin gerade wirklich ein bisschen GG. Ja, das wird geändert auf 80 HP, was komplett boosted ist. 80 von 25% Max-Health auf 80. GG. Außerdem scaled das jetzt aber 8 Health per 1 Bonus-Attack bis zu 60%. Das heißt, ihr seid jetzt, wenn ihr mit dieser grauen HP arbeiten wollt, gezwungen, richtig viel Bonus-Attack-Damage zu kaufen. Es kommt noch mehr. Wenn ihr das allerdings tut, kommt ihr auf 60% statt 50%. Es geht weiter mit der W. Der Ghost Water Dive kostet jetzt weniger Mana, scaled allerdings mit Lethality. Das heißt, das Movement Speed wird super krass reduziert von 60 auf 40, beziehungsweise sogar im Late Game von 80 auf 40, na, 40 auf jedem Rang. Scaled aber mit Lethality. Crank! Das heißt, ein Lethality-Item, ich glaube, es sind 18. 18 Lethality sind circa, ich glaube, dann nach dieser Rechnung so knapp 27%, die man dazu bekommt. Das heißt, man kommt super schnell sogar über diese 80%, wenn man mehrere Lethality-Items kauft. Zwei sind es ja mindestens dann. Finde ich super cool, vor allem, welche Farbe hat das, ne? AD ist ja orange. Ich könnte mir vorstellen, dass es knallrot ist oder vielleicht lila. Ne? Lethality würde ich auf lila sehen. Gibt's schon was mit Lila? Lila ist, glaube ich, Magieresistenz. Verdammt. Vielleicht gelb. Gelb ist Armor. Verdammt. Grün? Grün. Ja, weiß man nicht. Ne, grün ist AP. Scheiße. Okay, dann, wie wär's mit Ultraviolett? Ne, aber Lethality Scaling super interessant und das wird nämlich komplett embraced bei ihm. Das heißt, wir haben hier nämlich noch den Phantom Undertow der E, Mana-Reduzierung und der Stun, 1,1 Sekunden auf jeder Stufe, scaled aber ebenfalls mit Lethality. Und dadurch für je 10 Lethality bekommt ihr 0,1 Sekunden drauf. Das heißt, auch hier habt ihr die Möglichkeit, über 1,5 Sekunden rüberzukommen. Und dasselbe bei der Ultimate. Das heißt, ebenfalls diese scaled jetzt mit Lethality. Finde ich grundsätzlich super cool. Du bist allerdings jetzt extrem gezwungen, Lethality-Items zu kaufen. Mindestens 2, am besten 3. Und ich glaube, Pike ist dadurch Müll. Denn das alles ist super scaled. Vorher war ich auf Stufe 1 stark, ne? Stufe 1 geil, Stufe 1 geil, Stufe 1 geil. Ja, also hier, ne, mit ein paar Punkten drin. Also okay, wenn du jetzt die E als... Ja, es ist die Frage, was man als zweites jetzt maxt. Also, ich würde wahrscheinlich immer noch die E maxen. Weil... Ja, bringt halt irgendwie nicht viel, ne? Aber wegen dem Cooldown. Aber W zu maxen bringt halt auch nichts, weil das halt alles mit Lethality scaled, ne? Es scaled ja nichts mit den Leveln mehr. Das ist ein bisschen GG. Na gut, weiter geht es dann auch schon mit Trundle. Der wurde letztes Mal ein bisschen genervt, wird jetzt wieder gebufft. Das heißt, mehr Damage auf 20 mehr Schaden und auch ein bisschen besser Scaling. Und dann haben wir meinen Lieblingschampion aktuell, Victor. Der Champion ist komplett broken. Komplett broken. Er macht jetzt 20 weniger Damage auf der Q, wird aber, ne, das soll ja nicht bestrafen für AP-Victor sein, sondern eher für die Iceborne-Victors, die ja sehr, sehr viel gibt. Das heißt, macht 20 weniger Base-Damage, aber erstmal sehe ich, ist das nur auf Stufe 5, ne, das ist ein bisschen dumm eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf. Und das Scaling wurde dafür erhöht. Im Early-Game ist es also trotzdem immer noch genauso stark, muss man sagen. Ist ein bisschen ekelhaft, muss man sagen, definitiv ekelhaft. Auf jeden Fall ist das Scaling erhöht, das heißt, wir haben 0,55 AP anstatt 0,5. Und dementsprechend, diese Full-AP-Midlane-Victors werden da jetzt nicht so krass benachteiligt sein. Eigentlich sogar eher gebufft, ne? Weil im Early-Game ja der Punkt eh gleich ist. Chaos Storm dasselbe, das heißt hier Damage runter um 60 auf Stufe 3, dafür allerdings auch das AP-Scaling wieder oben. Warp Tonic, meine Freunde, Warp Tonic ist eine Rune, da müssen wir jetzt diskutieren, Leute. Ich sag euch, was hier steht. Im Prinzip sagt Riot, hey, Warp Tonic ist kacke, denn wenn du Warp Tonic mitnimmst, bist du fast schon gezwungen, auch die Kekse mitzunehmen, weil es einfach so insane synergiert und du dadurch immer ins Late Game kommst. Ist eine coole Sache, ist eine nice, synergiert einfach so gut. Ne? Weniger Alternativen, ist also kacke. Weniger Alternativen ist nie gut. Das Ding ist allerdings, dass du, ja, was hier ebenfalls geschrieben wird, ist PS, no one really caught on this, also niemand hat ja so wirklich dran gedacht, aber man kriegt mit den Elixieren zusammen plus 5% Movement Speed für 3 Minuten.
Plus 5%, 3 Minuten ist ziemlich viel. Und sie haben gesagt, ja, sie wollen es wegmachen, bevor das vielleicht abused wird. Wobei ich nicht glaube, dass jemand sich im Early Game einen Elixier kauft, damit er für 3 Minuten 5% mehr Movement Speed hat. Weiß ich nicht, ob sowas vielleicht hätte in den Trend kommen können, denke eher nicht. Was sie jetzt machen mit dieser Rune ist folgendes. Sie ändern sie so, dass wenn du jetzt einen Pot oder einen Keks isst, du sofort 50% von dessen Health und Mana bekommst. Sofort, ist super geil. So ähnlich waren die Kekse damals schon. Aber stellt euch vor, ihr bekommt, ich weiß nicht, wie viel ein Flaspot gibt. Ich glaube 135 circa. Das heißt, du bekommst sofort circa 62 HP. Zack, instant. Super geil zum Trade. Super, super, super geil. Allerdings kannst du halt nur einen Pot immer reinmachen. Das heißt, du kannst dich Pot und kriegst sofort eine 60, 120, 180 HP. Sondern einen nach dem anderen. Was ich mich jetzt allerdings frage, ist, achso, sie haben übrigens jetzt den Movement Speed Punkt haben sie noch reingepackt für nur Pots und Biscuits. Das heißt, die Elixiere wurden hier rausgenommen. Man kriegt also immer noch Movement Speed. Und hier ist noch der Punkt: Health Mana per Tick is then reduced by half for the effect regular duration. Das heißt das. Das ist jetzt die Frage. Half Mana per Tick is then reduced by. Okay, jetzt verstehe ich das. Okay, das ist insane. Okay, das hatte ich vorhin noch nicht gelesen. Ich bin ehrlich, Leute, das habe ich überflogen. Diesen letzten Punkt. Das bedeutet, ihr bekommt 50% instant, aber die anderen 50% sind dann halbiert. Das heißt, es ist eine Rune, die euch sofort Power gibt, wenn ihr tradet, aber insgesamt boostet sie nicht euren Pot, so gesehen. Naja, ihr seid jetzt nicht dadurch. Naja, der andere hat euch ja die ganze Zeit mehr. Naja, es waren hier irgendwo stand es hier, 20% hat es länger gehalten. Das heißt, ihr habt euch um 20% mehr geheilt. Hier wird es einfach nur verteilt. Mehr am Anfang, weniger am Ende. Kann ziemlich cool sein zum Traden, aber dann hat das eigentlich auch meine Frage beantwortet, weil ich hätte nicht gedacht, dass diese Rune dann anders wäre. Ne? Man kriegt da trotzdem noch zusätzlich AP, so wie es vorher auch war. Aber so ist das ein ganz anderes Licht. Ja, naja, ist eine ganz coole Geschichte. Außerdem kommen super kranke Skins, Leute. Programm Nami, der sieht ganz cool aus sogar, und Programm LeBlanc sieht nicht so geil aus, wie ich finde. Dann haben wir noch prätorianischer Fiddlesticks, der ist richtig insane. Fiddlesticks Mains kaufen. Vielleicht werde ich prätorianischer Graves Main, der ist auch ganz cool. Und dann haben wir noch diesen Orianna-Skin natürlich. Ja, ich finde auf jeden Fall die Pike-Änderung super interessant. Ihr könnt mir übel gerne eure Meinung dazu droppen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen und tschüss. Ich hab euch lieb. Miau.